Und das sind alles so Vorteile, die sind einfach standardmäßig hier verbaut und sind absolut Top-Rennsport. Das ist ein super direktes Motorrad und es ist schon echt ein reines Rennmotorrad. Man muss eigentlich nur dran denken, irgendwas machen zu wollen. Das Motorrad macht es von alleine. Alles, was das Herz begehrt, es gibt aus meiner Sicht nichts, was man mehr bräuchte. Ja, es ist endlich soweit. Der zweite Teil des Videos aus Oschersleben. Und ihr seht es schon vor mir, das Motorrad, das im ersten Teil schon etwas angesprochen wurde, ist jetzt in diesem Teil der Hauptprotagonist, das Wichtigste und das Bike, auf das ich mich auch im Rahmen der Veranstaltung gefreut habe. Und ich habe mich nicht nur auf das Motorrad gefreut, sondern neben mir steht Robert Eby, Chef von Motolix und damit auch, ich sag mal, Vertriebsverantwortlicher. Vertriebsverantwortliche für Deutschland für Kremer Motorcycles, ja. Damit ist er schon im Gespräch. Robert, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir uns ein bisschen über dieses Motorrad unterhalten können. Mhm. Denn wir haben ja hier nicht irgendein Motorrad von der Stange vor uns stehen, sondern das ist ein ganz besonderes, ein reines Rennmotorrad, will ich jetzt mal sagen. Und ich bin natürlich sehr, sehr neugierig, ihr da draußen mit Sicherheit auch. Und ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen beim Herzstück an, beziehungsweise bei der Philosophie, will ich noch sagen. Mhm. Wir haben im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen, wie es eigentlich zu diesem Kremer-Konzept gekommen ist. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Ich kann euch was dazu sagen, ja. Also der Markus Kremer ist der Entwickler dieser Motorräder und der hat sich immer geärgert, dass es kein Rennmotorrad ab der Stange gab. Mhm. Und so hat er begonnen, selber Rennmotorräder zu entwickeln. Er hat erst begonnen mit der 690er Einzylindermaschine, hat die sehr erfolgreich auf den Markt gebracht. Dann hat er eine GP2R entwickelt, ein Topmodell mit einem 890er KTM-Motor, mit dem Standardmotor. Und das hier ist jetzt das Topmodell, das ist jetzt die GP2 RR, was absolut das High Level im Moment ist in diesem Rahmen im Rennsport, was es so gibt. Also, ich habe mir das Motorrad im Detail ja schon ein bisschen angeschaut, beziehungsweise verschiedene Details des Motorrads und jedes Element versprüht hier wirklich Rennsport. Ja, bevor wir jetzt quasi an die verschiedenen Details gehen, die wir gerade angesprochen haben, will ich aber nochmal auf eine Besonderheit eingehen. Du hast den 890er Motor schon angesprochen, den kennen wir ja, oder ihr vermutlich auch, aus der 890 Duke. Da gibt es ja auch eine GP-Version, also das Naked Bike mit Zubehörteilen, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt auch noch eine Rennversion von KTM, die RC8. Und da sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei dem Motorrad hier. Ne? Ja. Denn der 890er Motor steckt drin. Die Farbe des Rahmens deutet auch auf in Anführungsstrichen KTM hin. Aber der Rahmen an sich, das Chassis an sich, ist keine KTM-Entwicklung, sondern die kommt von Kremer. Ne? Genau. Der Markus Kremer hat im Prinzip hier nur den Motor als Basis genommen von KTM. Dieser Motor ist sogar eine absolute Besonderheit. Die ist nämlich mit sehr vielen leichten Titanteilen ausgestattet, dieser Motor. Mhm. Und dadurch dreht er ganz anders. Er dreht leichter hoch, schneller hoch. Er dreht insgesamt ein bisschen höher. Das ganze Motorrad drumherum wurde von Markus Kremer genau so entwickelt. Und zwar 100% für die Rennstrecke. Ja. Und hier hat er ganz viele ganz besondere Details mit verbaut und konstruiert. Und das ist eine absolute Meisterleistung, weil das ist außergewöhnlich. Das ist mir beim Anschauen des Motorrads einfach schon aufgefallen, wie viele Möglichkeiten und vor allen Dingen an wie viele Kleinigkeiten er gedacht hat, die man eigentlich nur so auf dem Schirm hat, wenn es um das Thema Rennstrecke fahren geht. Also einfache Dinge, Positionierung von Schonern und Sturzpads, die Positionierung des Tanks, ne? Der hier ein bisschen größer ist, 16 Liter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Aber so positioniert, dass es beim wenigen Einfluss auf Gewichtstransfer hat. Ne? Was haben wir denn noch? Genau, also Ergonomie, also alles an diesem Motorrad ist ja tatsächlich pure Rennsport. Pure Rennsport und zur Individualisierung. Ne? Genau. Ich kann mir das auf meine Vorlieben sozusagen
zurecht konfigurieren. Du kannst, ne, dir es zurecht einstellen, so wie du alles brauchst, weil das Motorrad ist voll einstellbar, alles. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten von einem Offset hier, von der Gabeleinstellung. Die ganzen Lenkerstummel sind einstellbar. Es sind überall gelaserte Skalen auf den Bauteilen, sodass du einfach alles in wenigen Minuten einstellen kannst. Ja. Vor allem auch nach einem Sturz neue Teile wieder genau gleich positionieren kannst, ja, in wenigen Minuten. Und so geht das Ganze weiter, das ganze Motorrad. Hier gibt es so ganz tolle Sachen, wie du es gesagt hast, die Sturzpads. Ja. Hier drüben ist ein Sturzpad, also das hier ist ein sehr edler, stabiler, guter Rahmen, geschweißter, ja, Rahmen. Hier ist zum Beispiel eine Aluminiumplatte verbaut, ja, die hat Langlöcher hier drin. Wenn das Motorrad stürzt, stürzt es auf diesen Protektor im, ja, Prinzip. Und die Platte verbiegt sich, gibt nach, rutscht in den Langlöchern nach. Ja. Und der Rahmen hat überhaupt keinen Schaden. Du kannst einfach nur diese Platte tauschen. Ja. Die ist für relativ geringes Geld verfügbar. Ja. Und du hast einfach kein Thema am Rahmen. Was ja so ein, viele von euch, die auf der Rennstrecke fahren, die kennen das ja. Das ist ein Klassiker, dass das Ding, genau, halt vielleicht auch irgendwo einhängt, ne, am Curb oder ja, einfach stumpfe Kräfte einwirken und da ist ja, ja, so ein Rahmenschaden doch mal ganz schnell passiert. Ein, ne, Riesenproblem. Wenn du gerade bei dem Einhängen an Curbs bist, haben wir eine weitere Besonderheit. Hier unten an der Schwinge, eine speziell konstruierte Schwinge, hinter den Fußrasten sind weitere Aluminiumplatten eingelegt. Ah, ja, ja. Das hat den Vorteil, dass wenn dir tatsächlich das Motorrad über die Curbs rutscht, ja, dann schlägt manchmal die Fußraste durch auf die Schwinge. Ja. Hier passiert nichts, weil das hat eben diese speziellen Aluplatten hinten an der Schwinge verbaut. Und es hat eben diesen Vorteil, dass die Schwinge keine Kratzer kriegt und dadurch Sollbruchstellen und Ermüdungserscheinungen bekommt, früher, ja, oder später. Und das sind lauter solche Details, die eben hier an diesem Motorrad so speziell entwickelt wurden. Du hast vorhin den Tank angesprochen. Man sitzt hier auf dem Tank. Das ist eine absolut tolle Geschichte. Man hat dadurch einen tiefen Schwerpunkt. Und man hat automatisch eine Möglichkeit. Man kann nämlich hier den Tank auslittern. Das geht sehr einfach. Ja. Einfach einen Adapter einstecken, prüfen, wie viel Sprit haben wir gebraucht pro Runde und sind danach in der Lage, entweder zu errechnen, wie lange komme ich im Langstreckenrennen oder wie viel Sprit brauche ich denn überhaupt nur für ein Sprintrennen. Ja. Und das sind alles so Vorteile, die sind einfach standardmäßig hier verbaut und sind absolut Top-Rennsport. Absolut. Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ja, wofür diese mit natürlich Sicherungsdraht gesicherte rote, ja, Abdeckung ist. Das ist quasi der Verschluss. Auch wunderschön, genau, gefrästes Teil unten, die, genau, Aufnahme zum Auslittern. Ganz, und, genau, ich habe vorhin die 16 Liter Tankvolumen schon, ja, angesprochen. Ja. Und dass es ein sehr, sehr sportliches Motorrad ist, mhm, für die Rennstrecke konzeptioniert, das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet. Was aber auch immer ganz, ganz wichtiger, ja, spannender Punkt ist, sind, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ne? Wir haben einen 98er Motor, der hat in der Standardversion, genau, 115 PS. Genau. Und ich weiß nicht, die wiegt, ich glaube, knapp 193 Kilo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Wo liegen wir denn hier bei der GP2 RR? Jawohl, die GP2 RR wiegt 142 Kilo, hat 138 PS in dem Mapping, wie es hier programmiert ist. Ja. Und hat eben, wie gesagt, dieses Modell, die RR-Variante, hat eben Titanventile verbaut und dreht dadurch sehr schnell und sehr leicht hoch und, ja, hat dadurch eine sehr gleichmäßige Leistungsentfaltung über den ganzen Drehzahlbereich und ist somit vom Charakter näher an einem Vierzylindermotor, ja, wie es der Standard 890 Motor wäre. Ja. Und das ist natürlich für den Rennsport absolut top. Das ist eine super Geschichte. Jetzt haben wir die ersten Zahlen angesprochen. Mhm. Leistung ist natürlich, jawohl, ein Aspekt. Gewicht hast du angedeutet. Jawohl. Also 142 Kilo, ja, plus 16 Liter Sprit. Ja. Da sind wir wahrscheinlich, jawohl, so bei 155, 156. Ja. Mhm. Wenn sie denn tatsächlich vollgetankt wäre, jawohl, fahrfertig. Was natürlich auch ein spannender Punkt ist, wir haben ganz, ganz viele edle Teile dran. Ja. Das bedingt ja in der Regel auch einen edlen Preis. So, wo, ja, liegen wir denn hier, wenn ich mir denn den Traum von so einem reinen Rennmotorrad erfüllen möchte, das doch, ja, sehr, sehr viele Besonderheiten hat, mhm, die ich eigentlich bei einem Straßenmotorrad, ja, das ich ja auch zu einem Rennmotorrad umbauen kann, ja, nicht hätte. Dieses Motorrad liegt bei 42.000 Euro, so wie es hier ist. Und, mhm, es ist fix fertig. Es gibt keine weitere Möglichkeit, hier noch irgendwas zu tunen, zu trimmen. Ja. Es gibt eigentlich nichts, weil es ist alles genau so verbaut, wie es nötig ist. Jetzt geht hier im Hintergrund der Zweitakt ab. Aber ja, ist gerade was passiert irgendwie. Genau. Ich werde tatsächlich die Gelegenheit haben,
wenn die Kollegen mit den Zweitaktern die Strecke nicht mit Öl versauen, mit diesem Motorrad hier zu fahren. Und wenn ich jetzt mit Rennstreckenerfahrung, aber ohne Erfahrung mit diesem Motorrad, das erste Mal mit dem Bike unterwegs bin, was gibt's, ist irgendwas, was ich beachten muss? Im Prinzip musst du fahren, du musst das Motorrad spüren, du wirst es in den ersten Metern schon lieben, weil es lässt sich sehr leicht bewegen, es ist sehr kräfteschonend. Du kannst im Verhältnis sehr spät bremsen. Du wirst sofort feststellen, wenn du bremst, wie du es gewohnt bist, ich habe zu früh gebremst, ich hätte später bremsen können. Ja. Weil wir haben wahnsinnig tolle Bremsen verbaut hier. Ja. Und das sind solche Themen. Es ist auch so, dass sich das Ganze, wie soll ich sagen, es fühlt sich sehr sicher an. Ja. Es lenkt leicht ein, dieses Motorrad, und es ist wahnsinnig zielstabil. Ja. Es fährt genau dorthin, wo du hinfahren möchtest. Ja. Du kannst jederzeit das Gas aufziehen im richtigen Moment. Es fährt einfach schön geradeaus und es ist einfach eine tolle Geschichte. Und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja. Du wirst erstaunt sein, wie kräftesparend es ist. Ja. Und du wirst spüren, wie das Fahrwerk, wie es sanft arbeitet, wie es perfekt abgestimmt ist auf dieses Motorrad. Also ich kenne in der Regel nur Leute, die von diesem Motorrad steigen, und sie lieben es. Also, ihr seht, das ist die Besonderheit. Du wirst Spaß haben wollen. Mein Grinsen geht hier schon an, und ich freue mich tatsächlich auf morgen. Und ich habe aber eine letzte Frage, auch aus Sicherheitsaspekten für mich. Mhm. Wie ist es denn elektronikseitig? Ist Elektronik an Bord? Gibt es eine, ich sag mal, klassisch Engine-Brake, Wheelie-Control, Traktionskontrolle? Ist das mit in der Elektronik berücksichtigt? Das hat die Elektronik hier alles. Sie hat Wheelie-Control, sie hat Traktionskontrolle, sie ist einstellbar in 9 Stufen. Es gibt ein Regenmapping, es gibt ein Trockenmapping, es gibt verschiedene Einstellungen für die Motorbremse, weil so ein Zweizylinder hat ja bekanntlicherweise relativ viel Motorbremse im Standard. Hier in Ostersleben bietet sich gut an, dass man die schwächere Stufe fährt. Ja. Das ist hervorragend. Du kannst es während der Fahrt umstellen. Du kannst Traktionskontrolle auf deinen Geschmack anpassen, so wie es dir passt, wenn du wenig in das Light kommst und so. Das ist einfach alles einstellbar und ist alles an Bord. Es ist hier eine ganz hochwertige Mechtronik-Elektronik verbaut. Wir haben hier ein AEM-Dashboard, wir haben hier die Rundenzeiten in Live drauf. Dir wird jederzeit angezeigt, was war beste Zeit, was ist deine aktuelle Zeit. Ja. Du hast sofort über GPS eine hervorragende Verbindung zur Rennstrecke selber, sie wird selber gesucht, wird angezeigt, also alles, was das Herz begehrt. Es gibt aus meiner Sicht nichts, was man mehr bräuchte. Das hört sich sehr gut an, und ich freue mich auf jeden Fall auf den morgigen Tag, auf das Fahren mit diesem Motorrad. Ja. Und weil ich ja gerne sportlich Motorrad fahre, aber nicht der schnellste Motorradfahrer bin, habe ich mir sogar noch eine Profi-Rennfahrerin an die Seite geholt, die dieses Motorrad noch ein bisschen besser beurteilen kann. Und jetzt geht's ans Fahren, und danach bekommt ihr meine und ihre Fahreindrücke. Robert, vielen Dank. Ich freue mich auf morgen. Und ich freue mich auf dein Fazit nach deiner Fahrt. So, liebe Leute, ein verschwitzter erster Turn mit der Crema GP2 RR geht zu Ende. Und das war jetzt wirklich ein Quantensprung im Vergleich zu den Motorrädern, die ich jetzt heute Vormittag gefahren bin. Also wirklich verrückt. Das ist wie zu erwarten, ein richtiges Rennmotorrad. Und was aber sehr überraschend ist, ist die Tatsache, dass es sehr, sehr viele Fehler verzeiht. Man muss es sehr präzise fahren, was man natürlich von einem Rennmotorrad erwartet, weil wir ja natürlich auch die Präzision zurück wollen, und das liefert das Motorrad auch. Und nichtsdestotrotz kann es auch, falls hier in der etwas langsameren Gruppe unterwegs, um mich dran zu gewöhnen, und dann viel Verkehr und dann bist du doch irgendwie mal im falschen Gang, gehst doch mal ein bisschen weit und so. Und es ist wirklich zu krass, wie einfach einem dieses Motorrad das Leben macht, auch wenn es nicht optimal läuft. Und ja, mehr will ich jetzt aber an der Stelle gar nicht verraten. Ich will ja die Geschichte nochmal mit Nina Prinz besprechen. Und dazu kommen wir gleich. Und da gibt es dann auch noch ein paar versiertere, professionelle Eindrücke zum Bike. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den zweiten Turn. Boah, Leute, was war das für ein Tag? Ihr seht es, ich schwitze wie verrückt. Die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Jemand steht neben mir. Ich hatte ja versprochen, ich hole mir professionelle Hilfe, damit ich auch die Crema richtig einordnen kann. Und wer ist da besser geeignet als Nina Prinz, eine der schnellsten deutschen Frauen der letzten 25 Jahre vermutlich? Kommt das hin? So ungefähr, ja. Also, falls ihr sie nicht kennt,
unbedingt nachholen. Aber hier ein paar Informationen. IDM gefahren, IDM Superbike, IDM Supersport. Langstrecken-WM. Genau. Langstrecke in Katar auch, ne? Genau, das war auch Langstrecken-WM. Ach, das war auch im Rahmen der WM, ne? Genau. Das ist schon ein bisschen her, deswegen genau, jetzt ist die schon Läufe ein bisschen anders. Auf jeden Fall pfeilschnell und dadurch natürlich in der Lage, mir bei meinen Eindrücken so ein bisschen unter die Arme zu greifen und vielleicht auch zu korrigieren, wenn ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle. Und ihr seht schon einen kleinen Unterschied. Sie steht hier einfach taufrisch, wie das blühende Leben. Mir läuft die Brühe. Das heißt, mich hat der Tag deutlich mehr gefordert als sie. Euch interessiert aber natürlich, wie sich das Motorrad fährt. Ich hatte es vorhin ja schon kurz angedeutet. Es ist wirklich ein reinrassiges Rennmotorrad in jeglicher Hinsicht. Wir sind heute die unterschiedlichsten Motorräder gefahren, von der GSX 8R. Was hat man noch? Yamaha R7, Aprilia RS 660 Extrema. Und in dieser Reihenfolge habe ich mich auch entwickelt und bin dann auf die Extrema gestiegen. Und ich glaube, man kann sagen, die Aprilia ist so das ausgewachsenste, erwachsenste, sportlichste Motorrad mit der meisten Leistung, mit der meisten Elektronik. Und der Sprung auf dieses Motorrad war aber trotzdem, da liegen Welten dazwischen. Leistung und sowas haben wir ja schon angesprochen. Und wo liegt der große Unterschied? Also zum einen ist es ein sehr direkt zu fahrendes Motorrad. Gibt dir sehr, sehr viel Rückmeldung. Du hast natürlich eine ganz andere Ergonomie. Was mich aber besonders überrascht hat, ist tatsächlich die Gutmütigkeit. Also es verzeiht dir extrem viele Fehler. Wir waren den ganzen Tag unterwegs in unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Da läuft man mal auf, da verwechselt man oder liegt man mal falsch mit der Linie. Da muss man mal bremsen, wo man eigentlich nicht bremsen soll. Und all das hat das Motorrad einfach grandios gemacht. Das hat mich echt beeindruckt. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben dieses sehr direkte, vielleicht auch ein bisschen raue. Das merkt man, der Motor vibriert natürlich ein bisschen mehr. Man spürt das auch ein bisschen mehr in den Fußrasten, in den Lenkerenden. Und auch die Gasannahme ist natürlich deutlich direkter, als man das von einem Straßenmotorrad kennt. Naja. Gleiches trifft quasi auf das Getriebe zu. Das ist auch sehr, sehr direkt, muss man sich ein bisschen konzentrieren beim Schalten. Und nichtsdestotrotz hat mir das mega Spaß gemacht. Also nichtsdestotrotz ist ja ganz falsch. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet und habe mir die Nina eigentlich dazu geholt, damit sie mich hier einbremst oder korrigiert vielmehr. Was hast du denn noch mehr gespielt? Gab nicht viel zu korrigieren. Also es ist ein super direktes Motorrad und es ist schon echt ein reines Rennmotorrad in jeglicher Hinsicht. Na, Bremse, alles super. Also man muss eigentlich nur dran denken, irgendwas machen zu wollen. Das Motorrad macht es von alleine. Ja. Das ist schon fantastisch. Doch, doch. Also wichtiger Punkt, das hatte ich tatsächlich vergessen. Also sowohl auf der Bremse natürlich direkt super stabil und das mit diesem dran denken. Ne? Du denkst dran, eine Linie zu fahren und das Motorrad macht das theoretisch schon. Und wenn du doch nicht auf der richtigen Linie bist, macht das Motorrad auch die Korrektur einfach problemlos mit. Also das hat mich sehr, sehr begeistert. Und was mich tatsächlich auch begeistert hat, ich habe 138 PS und ich fahre ja, ihr wisst es, normalerweise eine R1, R32 und das ist zwar ein forderndes Motorrad, aber es macht mich halt, es ist viel leichter zu fahren. Ja, es zieht einem auch nicht die Hände so lang. Ne? Ja. Es ist, also die hat schon Power und hat auch Saft und es ist super Ansprechverhalten, aber es zieht einem nicht die Hände so lang. Es ist nicht so fordernd wie jetzt mit einer 1000er, mit einem Straßenmoped. So ein Straßenmoped ist ja doch schon, wow, da muss man schon mal ein bisschen kämpfen, ein bisschen machen, ein bisschen arbeiten. Und ja, wie gesagt, man muss nur dran denken, dass das Motorrad hier, also die Crema, irgendwas macht und funktioniert eigentlich von alleine. Ja, also wir hatten 138 PS, habe ich gerade angesprochen. Ich muss mal aus Gewicht kommen. Das reicht völlig. Gewicht kommen. Ne? Genau. Straßenmotorrad hat um die 200. Ja, genau. Sagen wir mal, als Rennmotorrad vielleicht 189. Ja. Ne? Aber du bist halt trotzdem noch mal 34 Kilo davon. Und das merkt man. Ne? Ja. Das musst du halt nicht arbeiten. Und aber da sind wir tatsächlich ja auch genau beim Punkt. Ne? Die R1 ist eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, für jemanden, der wie ich nicht sehr viel fährt, sehr, sehr anstrengend. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn dieses Motorrad geeignet? Ja, für den ambitionierten Rennstreckenfahrer. Ne? Wenn man einfach Bock hat auf ein Rennmoped und einfach fahren möchte. Und ja, für so jemanden, wo es einfach nicht so anstrengend sein soll. Ne? Man muss mit einer 1000er oder so, wenn man 200 PS unterm Arsch hat, schon fit sein. Ja. Wenn man da 20 Minuten einen Turn durchfahren möchte, ne? Und das so an seinem eigenen Limit, da muss man schon kämpfen. Ja. Und das ist mit dem Motorrad auf jeden Fall wesentlich einfacher. Und du bist genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Ja, wahrscheinlich schneller. Wahrscheinlich schneller. Also ich denke, wenn man mit dem Motorrad, wir hatten jetzt einen Turn oder jeweils vielleicht ein oder zwei Turns, ne? Wenn man da mal 2-3 Tage mit so einem Motorrad fährt, dann gewinnt man sich da recht schnell. Und ich denke, dass man mit dem Motorrad einfach unheimlich schnell in der Kurve ist und reinlaufen lassen kann. Den Schwung schön mitnehmen und dann, glaub mir, dann fährst du hier in Oschersleben einigen Tausenden um die Ohren.
Und dafür sind wir ja eigentlich auch alle da. Ne? Wir machen es ja zwar zum Spaß, ja, aber wir wollen natürlich auch Performance und ja, uns selber verbessern. Also da ist es auf jeden Fall die richtige Wahl. Wenn du dir so ein Motorrad wünschen könntest, ja, ne? Gibt es irgendwas, was du sagst, das fehlt mir vielleicht? Oder? Also aktuell, also wie gesagt, ich bin ein Turner mitgefahren. Ja. Also so würde mir nichts einfallen, ja, wirklich nicht. Also das Ansprechverhalten, alles ist super, die Bremse ist total geil. Ja. Ja. Der Motor hat genug Leistung, das Ding lässt sich hier schön umlegen von rechts nach links. Man müsste ein bisschen an der Sitzposition feilen, klar, aber das ist ja bei das jedem ist ja Motorrad. Genau, so, das ist ja bei jedem Motorrad so. Ja. Aber aktuell würde mir nichts einfallen. Nö. Also, ihr habt es gehört, wirklich eine perfekte Zeitenpfeile. Auf jeden Fall. Weniger belastend als das Fahren eines 1000er Superbikes. Und wie gesagt, Nela kennt sich aus, ist auf den allen Motorrädern unterwegs gewesen. Ich kann das ja auch nur so bestätigen. Ich mag zwar meine R1, aber eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, bin ich mit meiner Street wahrscheinlich sogar schneller. Aber deswegen machen wir ja auch dieses Video, um so ein bisschen diese Informationen zu teilen und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß zu geben. Und falls jetzt euch irgendwas gefehlt hat, ihr kennt das Motorrad oder ihr habt vielleicht schon irgendwas dazu gehört und das haben wir jetzt hier nicht angesprochen, freue ich mich natürlich, wenn ihr hier in den Kommentaren die entsprechende Frage adressiert. Ich kann das natürlich dann bei Markus Krämer oder hier bei Robert Ebi anfragen. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ich hau euch auch mal die Kontakte zu Krämer bzw. den Link zu Krämer in die Videobeschreibung, da könnt ihr da schon mal ein bisschen recherchieren und ein bisschen schauen. Nina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da, liked das Video, Kommentar. Ganz, ganz wichtig, freue ich mich natürlich auch drüber, jede Form von Kritik ist erwünscht. Und ja, jetzt bedanke ich mich. 2 Tage Oschersleben, 2 Videos, Oschersleben geht zu Ende. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.